select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ja, liebe Besucher hier im Presseraum, liebe Besucher in der VIP-Lounge, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel zwischen dem FCN und dem ersten Göppinger SV. Der FCN schlägt den ersten Göppinger SV mit 2:1 und ich darf ganz herzlich die beiden Trainer begrüßen aus Göppingen, Gianni Covelli, und auf unserer FCN-Seite unseren Dubi Kolinger. Zunächst an den Gast. Das Wort, Herr Covelli, ich denke, waren zwei recht unterschiedliche Elfen, die ich gesehen habe. Am Ende steht ein 2:1 für den FCN auf dem Zettel. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch an den FCN zu den 3 Punkten. Es ging in diesem Spiel wirklich rauf und runter. Ich denke, bis zum 1:0 für Nöttingen waren wir sehr, sehr gut im Spiel, haben den Ball gut laufen lassen, haben Nöttingen von unserem Tor ferngehalten, haben zweimal sehr gut in die Box reingespielt, wo wir zum Abschluss kommen. Und dann in der 18. Minute fällt es 1:0 und ich denke, alle, und da sage ich wirklich selbst die Nöttinger Bank, die haben sich wirklich verwundert die Augen gerieben, alle haben es gesehen, aber 6 Augen auf dem Platz haben es nicht gesehen und das ist für mich absolut unverständlich. Da muss ich eine Position wählen, um einfach einen Blickwinkel haben, weil das war mehr wie deutlich. Dann fällt es 0:1 und den Vorwurf, was ich dann meiner Mannschaft machen muss, dass sie nach dem 0:1 zu sehr gehadert hat mit der Aktion, sich zu sehr dann auch beschwert hat. Wir waren in der Phase raus von der Konzentration und das hat dann Nöttingen mit dem 2. Tor dann auch bestraft und dann waren wir aus meiner Sicht von den Emotionen zu stark in diesem Spiel mit drin in der ersten Halbzeit, sodass die Wrestling 20, 25 Minuten dann auch in Nöttingen ging. Da mussten wir uns dann erstmal wieder ein bisschen sortieren, das haben wir in der Halbzeitpause dann gemacht, da wollten wir wieder besser Fußball spielen, das ist uns, denke ich, in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gelungen. Wir haben den Ball gut laufen lassen und machen dann auch den Anschlusstreffer und rennen trotzdem noch an, auch in Unterzahl. Und da muss ich vor der zweiten Halbzeit auch der Mannschaft ein riesen Kompliment aussprechen. Das 3. Spiel in 8 Tagen und trotzdem läuferisch auch in Unterzahl noch bis zum Schluss alles versucht. Und es hat leider nicht gereicht. Mich ärgert nur, dass es aus meiner Sicht wesentlich interessanter gewesen wäre, wenn das erste Tor nicht gegeben worden wäre, weil ich denke, dann wäre es eine interessante Geschichte, wie wir uns hier in Nöttingen gegen eine Top-Mannschaft eben auch zur Wehr setzen. Fußballerisch haben wir es 20 Minuten sehr, sehr gut gelöst, haben es auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gelöst. Aber wie gesagt, nicht zufrieden war ich mit der 20. bis zur 45. Aber ansonsten nochmal Riesenkomplimente an meine Jungs, die sie hier gefeitet haben. 3. Spiel in 8 Tagen. Deswegen denke ich, war es ein Lerneffekt, dass wir sowas mitnehmen müssen und sagen, wir dürfen nicht über die Emotion kommen, wenn irgendwas im Spiel passiert, was wir selber nicht zu beantworten haben, weil ich denke, mit dem Tor, da kann keiner was von uns dafür. Und das müssen wir einfach lernen, da sind wir dann nicht abgebrüht genug. So was muss man halt auch mal aus den Klamotten schütteln, das haben wir nicht getan und sind dafür, wie gesagt, eben auch bestraft worden und deswegen haben wir es auch leider verloren. Glückwunsch nochmal an FCN und ich denke, wir sehen uns ja nächstes Jahr wieder und dann versuchen wir es wieder ein Tick besser zu machen. Vielen Dank, Giacomelli. Ja, Dubi, ich denke, dich hat die erste Halbzeit gleich ein bisschen zufriedener gestimmt als die zweite. Am Endeffekt steht für dich der 2:1-Sieg auf dem Zettel und dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, erstmal hallo. Eigentlich hat mein Kollege alles richtig gesagt. Ich war eigentlich nicht so zufrieden mit dem Spiel. Heute muss ich sagen, wir haben uns das von Anfang an ein bisschen anders vorgestellt. Dann kam ja die ominöse Szene. Also ich glaube auch, dass es ein Foul war. Also ich habe es auch so gesehen. Aber es ist natürlich so, dass es war jetzt mal ging es auf unsere Seite. Letztes Mal waren wir vielleicht auch die Benachteiligten und machen von daher, der Spruch heißt ja nicht immer das gleiche, sieht alles aus. Aber danach, nach dem Tor, waren wir auch richtig dran. Dann waren wir auf einmal im Spiel, da waren wir griffig, da waren wir nach vorne gefährlich und machen dann aufs 2:0 und haben danach auch kurz vor der Halbzeit die Chance zum 3:0 mit dem wo der Torwart eigentlich überragend hält. Der Kopfball vom Timo, da war er noch mit der Fingerspitzen dran an der Latte. Und zweite Halbzeit, ich glaube, dann wäre es natürlich gegessen gewesen, aber zweite Halbzeit waren wir eher dann in der Defensive.
Göppingen hat das Spiel gemacht. Wir haben dann auf Konter gelauert. Müssen natürlich dann, muss man auch sagen, vorher schon den Sack zumachen, weil wir haben ein paar gute Möglichkeiten gehabt, wo man nach vorne oder wo einfach der letzte Pass da nicht kommt. Dann steht da Mario Bilger allein vorm Tor. Oder das muss ich meiner Mannschaft dann ankreiden, dass man dann halt einfach den Sack nicht zumacht. Und Göppingen praktisch auch mit 10 Mann bis zum Schluss am Leben lassen. Und das darf uns einfach dann nicht passieren. Und das hat mir nicht gefallen. Da müssen wir dran arbeiten. Aber ansonsten jetzt gegen unsere englische Wochen geht es los, müssen wir gut regenerieren, dass wir am Dienstag wieder alle oder besser gesagt die wir im Moment zur Verfügung haben, noch wieder Gas geben können und frisch sind. Danke. Vielen Dank, Lubi. Faire, ehrliche Worte, ich denke, so muss es sein. Haben wir auch hier schon anders erlebt bei den Pressekonferenzen. Und jetzt wäre die Möglichkeit wieder an die Vertreter der Presse, noch an die beiden Trainer Fragen zu stellen. An Herrn Kohling mal die Frage. Erste Halbzeit gab es immer wieder die Szene, Diagonalball vom Innenverteidiger. Nach rechts, außen, links, das hat das Spiel nicht so stark gefunden, sondern war das ein Schwachpunkt, den man ausgemacht hat bei Göppingen, den man die Woche vielleicht so einschüttet hatte, oder hat sich das aus dem Spiel heraus ergeben, dass man das immer wieder versucht hat? Ja gut, wir haben die Göppingen habe ich jetzt öfters gesehen. Und sie stehen hinten eigentlich sehr kompakt, machen die Mitte auch dicht. Wenn man die Mitte eigentlich dicht macht, dann muss man halt über außen spielen. Irgendwo muss man ja versuchen durchzukommen. Und dass das im Fußball natürlich immer probate Mittel sind, nicht nur jetzt bei uns, sondern bei jeder Mannschaft, ist klar. Das sieht man ja auch eigentlich in der Bundesliga. Und von dem her trainieren wir das auch, ganz klar. Ja. Und die Bälle, die Diagonalbälle von Niklas Kolbe, die waren auch sehr gut. Und ich hätte mir halt dann gehofft, dass es dann noch vielleicht einen Tick weitergeht, dass wir vielleicht dann noch ein bisschen gefährlicher werden. Aber das ist natürlich immer ein probates Mittel gegen eine kompakte Abwehr. Der Schürr fällt jetzt ja in längerer Zeit aus. Ich habe gesehen, der Podolski und der Karl, das waren beide aus der zweiten Mannschaft. Versuchen Sie damit, den Ausfall zu kompensieren? Und wie weit sind Sie zufrieden oder denken Sie, dass das gelingen kann, auch in Zukunft ohne Herr Schürr jetzt noch die Saison über da offensiv gut aufgestellt ist, also dass da diese jungen Spieler uns kompensieren können? Ja, ich meine, wir bauen natürlich auf unseren Nachwuchs und das ist auch enorm wichtig und da wird auch sehr gute Arbeit gemacht. Und natürlich, wenn halt gestandene Spieler wie Michael Schick ausfallen oder wir mehr Ausfälle haben, auch mit DeSantis und Julian Kern, wo ja noch in der Vorrunde eigentlich Stammspieler waren, wir eigentlich wenig Personal haben im Moment, dann muss man natürlich auf die zweite Mannschaft zurückgreifen und die Jungs, wenn sie auch bei uns trainieren und auch wenn sie spielen, sind wir ja, die sind willig, die wollen und das ist auch genau der richtige Weg, auch einem jungen Talenten auch mal die Chance zu geben und warum soll man das nicht machen? Dann weise ich nochmal auf die nächsten Spiele hin. Sie wissen es ja, es lohnt sich quasi kaum nach Hause zu gehen, denn es geht weiter mit vielen Heimspielen. Dienstag, 17. April gegen Sandhausen, dann Samstag, 21. April gegen Villingen und Mittwoch, 25. April das Derby gegen den SV Spielberg und dann dazwischen auch noch die zweite Mannschaft zu Hause gegen den FV Ettlingen-Weiher am 22. April. Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen Abend. Ihnen, Herr Covelli, mit Ihrer Mannschaft noch eine gute Restrunde. Sie haben schon gesagt, aller Voraussicht nach sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Wir freuen uns darauf. Ein schönes Wochenende und bis bald hier beim FCM. Tschüss. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.